Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der sagenumwobenen Map Weites Land, die ja optisch unheimlich viel hermacht. Und ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. So, ich wollte, ach, das ist hier eine Schnörkelei und ein Wirrwarr. Naja, gut. Ich brauche. Macht das von hier? Junge, du stehst mir im Weg. Ich will den einparken, ne? Den Johnny hier mit unserem Pflug. Und da schaffe ich später eine Verbindung. Ich fange einfach mal hier an. Und der lässt sich nur vorwärts einparken. Der fährt nicht rückwärts. Das liegt an dem Pflug halt. Ist aber nicht schlimm. Hauptsache der parkt. Das ist wieder alles, ne? So. Prima. Parken. Pflug. Sollte so reichen. Jetzt muss ich den Ball, den ich angefangen habe. Das ist hier. So, mit dem Ball noch verbinden. Okay. So sollte es sein. Jetzt muss ich das mit dem Flug noch hier reinpacken. Ja. So, Hammers. Schick den Parken. Wir haben mal durch. Dich brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich gerade nicht. Da ist noch. Das Ansehen vom Hafer, ne? Wichtig. Nächstes Mal werden wir überall enorm viel mehr Ertrag haben. Hafer ist nur zum Verkaufen im Moment, weil wir damit auf dieser Map dann von den Getreidearten, die Stroh produzieren, den meisten Gewinn erzielen. Pflanzenschutz. Ja. Düngen. Diesmal düngen wir noch nach. In Zukunft werden wir vor. Düngen. Den brauche ich auch nicht. Trotzdem das Gefühl, als wenn mir noch ein Traktor fehlt. Genau, hier kommen wir gleich zu. Die Holzgeschichte. Jetzt möchte ich erstmal, da sind wir, Hakenhof. Pflug. Nicht Pickup. Pflug. Pflug ist auch ausgewählt. Zuweisen. Ich nehme den Johnny mal aus dem Weg. So, Kurvengeschwindigkeit. Gucken wir noch mal zur Sicherheit. 80. 80 ist okay. So, pack dich mal weg. Kein Weg erkannt. Weil zu viel Chaos oder was? Warum nicht? Die ist doch frisch gemacht, der Kurs. Warum will er denn nicht? Okay. Wir gucken. Die Anbindung. Habe ich die versaut? Kann das sein, weil der da dran ist, wo auch Zielpunkt Hof ist? Okay, wir gucken nochmal. Das. Ja, das ist natürlich klar, ne? Habe ich Depp natürlich wieder nicht gesehen. Die falsche Fahrtrichtung angegeben. Oh. Was war das? Was ist hier los? Kollision? Von? Okay, F5. Hier liegen
Sachen auf der Erde. Einmal hier. Und einmal hier auch. Was ist das? Das sieht also gelb, hellgelb, ne? Sind Trigger, von denen man etwas bekommt eigentlich. Naja, gut, nicht wirklich. Jetzt schaut euch mal das Kollisionsmodell von John Deere an. Das ist ja heftig. Naja. Auf jeden Fall, hier, guckt mal, da kann ich. Hier liegen irgendwelche Sachen auf der Erde. Die kann ich so quasi durch die Gegend schießen. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass die hier liegen. Ja, kein Plan, wo die herkommen, ne? Aber so ist das. Jetzt hatte ich mit dem Radio aus Versehen gefummelt. Aus. Will keiner. Also ich nicht. So, also mal gucken mit dem Einpacken. Sollte das ja jetzt klappen? Und dass da irgendwelche Boxen auf der Erde liegen? Ja. Was immer das auch ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es ja noch mitgeteilt, was da auf der Erde rumliegt. So, ich würde sagen, den können wir erstmal so stehen lassen, da frisst er kein Brot. Das Ansehen müssen wir dann gleich sehen. Da kommt ja dann die Meldung, dass er fertig ist, wenn er fertig ist. Ne? Ja, wir gehen mal nach innen. Ich will bitte wieder 12 Meter Stämme haben. Da habe ich auf der nordfriesischen Marsch Erfahrung mitgemacht. Gute Erfahrung. So. Und ich würde sagen, ich werde mal ein bisschen Platz zum Wenden machen. Und dafür fange ich hier an. Genau. Ich fange mal mit dem Baum hier an. Du hast keinen Zutritt zu diesem Land. Das überprüfe ich mal. So, ich bin hier. Das ist ja eigentlich nicht richtig. Nochmal gucken. Ich meine, ich kann mich auch vertun, gell? Nö, hier ist noch nicht. Hier ist noch nicht die Land, von die ich habe gekauft. Gucken wir mal eins weiter. Gucken wir mal hier. Nein. Gucken wir weiter. Gucken wir hier. Nein. Jetzt sag mir nicht. Auf die andere Seite von der Brücke. Okay, wir machen eins. Wir verkaufen das. Was ist denn hier? Ach, das kostet 800.000. Ach du Schande. Na, was machen wir denn nun? 219.300. Jetzt muss ich auf die andere Seite von der Brücke erst. Ach. Na da, happy Mahlzeit. Und das kleine Ding hier kostet 338.000. Das müsste ich dann als nächstes kaufen. Und das hier 845.000. Na happy yay. Da habe ich ja wieder mal gut aufgepasst. Oder auch gar nicht. So, hier führt ein Weg durch. Ja. Dann müssen wir sehen, dass wir uns hier Platz machen. Ne? Darf ich denn hier jetzt? Das sieht gut aus. Er meckert bis jetzt nicht. Ich fahre mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Meter zurück. Und ich sollte das, den Auslieger auch mal ein bisschen. Ne?
Ja, da habe ich natürlich gedacht, dass ich da besser oder schlauer bin und habe das falsche Grundstück gekauft. Das ändern wir dann bei Gelegenheit, sobald wir wieder Kohle haben. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Wir brauchen ja Holz. Also werden wir da auch entsprechend rankommen. Ja, es wird wieder nicht sehr ordentlich werden. Das habe ich einfach nicht drauf, ne? Das habe ich einfach nicht drauf. Keine Ahnung. Aber es wird funktionieren. Leg das mal hinter mir ab, alles. Ich sag ja zum LS 51 oder so. Werde ich das mit dem ordentlichen Ablegen von Holzstämmen auch drauf haben. Wenn man die Maus langsamer bewegt, hat man da mehr von. Ich merke das schon. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Holz machen hier. Was jetzt hier ganz klar zu erkennen ist, die Brücke ist hier echt die Grenze, ne? Alles, was rechts von der Brücke ist, ist unsers. Können wir fällen. Ich werde jetzt einfach mal hier weiter gerade durchgehen, dass wir da auch eine Grenze finden. Aber zuvor ist hier die Sämaschine offensichtlich fertig. Genau, Abfahrer entlassen. Ich habe übrigens noch was festgestellt. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Und zwar hier bei der automatischen Reparatur, ne? Wenn weniger als 25% sind, wird repariert, aber ich glaube, wenn weniger als 25% Haltbarkeit übrig sind, wird repariert. Dann mal, das heißt hier bei 70%, wenn ich das einstelle, sobald der Verschleiß bei 30% ist, und somit also 70% der Haltbarkeit nur noch übrig ist, wird repariert. Ist meine Vermutung. Ich werde es jetzt auf 70% lassen. Zack. Und dann werden wir das beobachten. So, du kannst parken. Dann, ja. Pflanzenschutzspritze. Die werde ich jetzt starten. Wir sind auf Feld 3. Übrigens habe ich die Information bekommen, dass mit dem Heuwenden, das kann sein, dass das mit dem Mais Plus zu tun hat, sagt der Markus. Ne, also Gras schneiden und dann wenden auf dem Feld, dass Heu draus wird, hatte man gesagt, das will nicht so richtig funktionieren. Ich weiß das nicht. Ich bin Mais plus Neuling. Ja. Und vielleicht kann es ja auch sein, wir haben ja hier auch, was das Düngen angeht, so unsere Schwierigkeiten. Was dann wohl, nicht Feld 1, Feld 3, was dann wohl darauf zurückzuführen ist, dass bei der Bereitstellung dieser Map für das Precision Farming, dass das ziemlich kompliziert ist und da vielleicht was schief gelaufen ist, dass sich das dann vielleicht auch auf das Heuwenden auswirkt. Vielleicht reicht es nicht einmal, das Heu zu wenden, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht muss man das jetzt durch dieses Precision Farming öfters machen. Nur so eine Spekulation. Ne? Ich habe da ja, wie gesagt, keinen Plan. Warum sieht man jetzt hier nicht? Danke. Jetzt sieht man es wieder. So, die Feldspritzen laufen hintereinander weg. Wie man sieht, habe ich den Fahrzeugverband aktiviert. Sieht man da unten, ne? Abstand wird gemessen. Fahrzeug 2 von 2 auf gleichem Kurs. Und wir gucken beim Düngen. Hier klappt das, ne? 75%. 80%. Letztes Mal waren wir bei 100. Macht nix. Macht nix.
Wie gesagt, wir haben ja jetzt eine neue Taktik festgelegt. Die werden wir dann auch verfolgen. So, du fährst schön parken. Feldspritzen. Da ist meine Grafikkarte. Ne? Ist eine 6 GB Grafikkarte. Da hinten fährt sie. Doch, kann man erkennen. Naja. Ne? Da. Da hinten fährt die Düngespritze. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Holz. Holz. Holz machen. Ich mache noch ein bisschen Holz. Ich habe mal die ersten Stämme schon aufgeladen, um Platz zu schaffen. Ich werde mir hier so einen Wendeplatz innen freischneiden, habe ich mir überlegt, weil rückwärts hier reinfahren ist nicht witzig. Also, dass ich so demnächst hier vorwärts reinfahren und drehen kann. Also, wir kriegen ja immer mehr Platz, ne? Ja, wir haben die Brux zur Verfügung, um hier die Stümpfe wegzufräsen, damit die halt nicht im Weg sind. Mal sehen, ob wir die brauchen. Einer liegt da noch. Gucken, ob ich da so dran komme. Ja. Wunderbar. Okay, der hätte jetzt ein bisschen rechts fallen dürfen. Hätte ich nichts gegen. Aber ich mache das zu right mit O. Ich lade die jetzt noch mal alle ab auf die rechte Seite. Dann liegen die ja relativ gut sortiert immer da. Und dann werde ich die noch mal neu aufladen. Jetzt sollten die sich ja dann ordentlich hinlegen und verteilen oder auch nicht. Das ist nicht ordentlich, ne? Nochmal. Aufladen. Einen Moment warten. Jetzt haben sie sich gelegt. Weiter aufladen. Einen Moment warten. Da ist einer, seht ihr? Ah. Das ist nicht immer so, wie er dachte. Jetzt ist es mir egal. Komm. Wir machen die Gurte drum. Beenden Autolorn. Und wir schicken den jetzt. Bin ich denn durchgekommen? Bin ich hier durchgekommen? Ja, tatsächlich. Hier bin ich durchgekommen. So. Wir schicken den jetzt so, wie er ist, zum Zielortsägewerk. Was habe ich denn an Kurvengeschwindigkeit? 70%, genau. Da sollte er uns nicht umkippeln. Dann fahren wir zum Sägewerk. Wir switchen mal eben durch. Der steht hier gut, der steht hier gut, der steht hier gut, gut. Sämaschine ist fertig, angekommen, die Drescher stehen. So, Abfahrer entlassen, löschen. Der ist fertig mit seinem Job, gell? Wegparken. Der braucht noch 26 Sekunden, die geben wir ihm eben. Also die Düngerstreuer, ne? Düngespritze. Die ist dann auch fertig und einparken. So. Ja. Der liegt auf der Seite. Warum? Warum? Wir hatten die Kurvengeschwindigkeit so weit runtergesetzt, ne? Okay, ich sollte die Gesamtgeschwindigkeit vielleicht dann auch mal reduzieren. Zumindest bei dem Baumstammtransporter, sag ich mal, 60 km/h reichen. Aber dass der jetzt umgefallen ist, obwohl ich die Kurvengeschwindigkeit runtergesetzt habe. Naja. So, anfassen und dann
langsam wieder aufrichten. Na komm. Schön mit Gefühl. Wir wollen ja nicht so rumschmeißen, was er auf der anderen Seite dann auch wieder, ne? Also ich kann mir dann nur vorstellen, dass er da mit der Kurve ein Problem hatte und deshalb umgekippt ist. Weil der hier die kleine Kurve zu schnell genommen hat und der Schwerpunkt ist ja dann mit Holzstämmen sehr weit oben. Ne? Das ist so. Also 60 km/h Maximum. Dann schafft er das, ups, auch alleine. So, weiter zum Sägewerk. Und ja, mal gucken, ob er noch mal umkippt, ne? Ich muss dann noch mal recherchieren. Da kommt das Holz. Also Hackschnitzel, Bretterpaletten und Splintholz. Die Bretterpaletten brauchen wir ja für die Produktion von Leerpaletten, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wo die Leerpalettenproduktion war. Leute. Leute, 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 Leute. Ich gehe noch mal mit euch in das Industriegebiet hier. So. Und zwar. Es ist schwer sich zu orientieren, wenn man noch keine Wegpunkte gesetzt hat. Ne? So, hier wird Getreide abgegeben. Das ist klar. Das müssen wir dann ernten. Kompostausgabe ist auch klar. Hier kommt dann das Mehl in Palettenware raus. Wir müssen auch das Grundstück noch kaufen. Ne? Hier werden wir wohl Diesel einfüllen müssen. Getreidemühle. So. Hier kommen dann Paletten, Leerpaletten. Da kommen Verpackungen. Okay. Verpackung produzieren wir hier drüben. Da werden wir auch noch rauskriegen, was wir denn so alles brauchen. Abgabe von Holzspänen. Spänen. Holzspänen. Sind Holzspäne vielleicht Splintholz? Ich weiß es nicht. Also. Ich werde auf jeden Fall die Sägemühle anwerfen. Und dann müssen wir später gucken. Im Livestream. Wo die Leerpalettenproduktion ist, ne? Hab ich ja keine Ahnung. Wo sind die ganzen Baumstämme hin? Habt ihr eine Ahnung? Der ist doch voll beladen hier hingekommen. Wo sind meine ganzen Baumstämme? Ich bin ja hier eine Runde gefahren, ne? Beobachten wir den Weg nochmal. Wo hat der denn hier auf dem Gelände die Baumstämme verloren dann, bitte? Hier. Warum das denn? Die haben wir doch gar nicht gekauft. Oh nö, ne? Die ganze Ladung Baumstämme. Ist der Trigger so effektiv? Kriege ich die da wieder raus? Wir gucken mal. Nee. Also, dass er überhaupt die Baumstämme angenommen hat, ne?
92.804 Liter Baumstämme. Hat er sich im Vorbeigehen reingeschnulzt hier. Das ist ja doof. Also, das ist meine Schuld. Ganz klar, weil ich den so nah... Ich wusste ja nicht, dass der Trigger so gierig ist, ne? Aber trotzdem. Das ist ganz klar meine Schuld. Weil das so unheimlich nahe hier an dem Sägewerk vorbeigeht. Das muss ich ändern. Oh Mann. Die ganze Baumfällerei-Arbeit umsonst gewesen. Bloß weg von dem Trigger hier. Das darf nicht nochmal passieren. Oh Mann, die ganzen Bäume weg. Das ist doof. So. Von hier nach da lösen. Von da nach da anbinden. Das ist dann hier überflüssig. So. Tja. Ich will jetzt nicht sagen, Bäume sind verschwendet, ne? Aber das wirft uns jetzt zurück. Das wirft uns jetzt zurück. Na gut. Wir machen jetzt Folgendes. Das ist ja ein unrealistisches Projekt auch, ne? Wir haben noch 39.000 auf dem Konto. Wir gehen mal ins Global Company. Das ist das Sägewerk, das wir besitzen. Das ist so schade, 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 schade. Baumstämme. Ich kaufe jetzt, weil ich so dumm war, das zu verschwenden, weil ich so nahe an diesem blöden, ja, Trigger vorbeigefahren bin, ne? Kaufe ich Splintholz. Das macht mich irre. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es nicht viele Auflieger gibt, die Splintholz laden können mit Autolord. Da müssen wir noch den passenden finden. Also ich werde jetzt Folgendes machen. Wir sind ja fertig mit Ansehen und allem. Ich werde jetzt das restliche Geld, das wir zur Verfügung haben, nehmen. Da kommt nicht viel Holz bei rum, ne? Oh Mann. Naja, ich schmeiße es schon mal an. Wir verdienen dann beim nächsten Mal Geld. Den schicke ich zurück, Forstgebiet 3. So dumm. So dumm. Die Geräusche kennen wir. Wir werden dann beim nächsten Mal noch mehr Holz, Bäume fällen. Da haben wir ja Zeit für. Das war so dumm. Das war so dumm, ne? Mann, 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 Mann. Und dann müssen wir erstmal rausfinden, wie gesagt, wo das Leerpalettenwerk war und wie wir alle anderen Sachen dann in Betrieb bringen. Aber das Leerpalettenwerk geht jetzt erstmal vor. Also, das oberes Ziel ist Inbetriebnahme der Mühle, ne? Das ist das Wichtigste. Okay. Kann ich hier R drücken? Tatsächlich. Ich kann hier R drücken. Okay. Lass uns laufen. Ja, das war jetzt... Das war... Also, ne? Hätte ich jetzt die Baumstämme nicht da hinten in dem Sägewerk verloren? Naja. Ist egal. Ist passiert. Wieder eine Lektion gelernt. War ja auch definitiv meine Schuld, ne? Ja, ob man hier die Hackschnitzel aus dem Förderband bekommt, weiß es noch nicht. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier noch ein Laufband hinlegen müssen, ein Förderband aufstellen müssen, ist, na, dann ist das so. Mal sehen. Hier wird jedenfalls schon
produziert. Ja, ihr Lieben, eigene Dummheit, ne? Von mir. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich bin auf eure hilfreichen Kommentare gespannt. Eure Daumen nach oben, freue ich mich jetzt schon drüber. Und dann klären wir das im Livestream, wie das geht. Hier. Mal sehen. Wir brauchen also die Produktionsreihenfolge für Leerpaletten, für Verpackungen und hier wird das ausgeladen, genau. Dafür ist ja das Rohr da, Mann. Für Bretterpaletten, für Verpackung und dass wir halt die Getreidemühle an den Start kriegen. Das ist jetzt das Ziel. Bin dann überlegen, wenn wir genug Geld haben, noch ein Feld, das Feld 5 zu kaufen, um damit Gras was zu machen. Ne? Schauen wir. Schauen wir. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was ganz wichtig ist, bleibt gesund. Ich war wieder und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.